Ja, und wir müssen das Ganze ein bisschen verkürzen, denn das Spiel ist schon live. Mit der zweiten Map zwischen Fnatic und Mousesports gar nicht genug Zeit, die Trailer zu spielen. Naja. Fnatic hat vorhin 16:1 auf Train gewonnen. Mousesports hatte nichts entgegenzusetzen. Jetzt starten die Europäer unter deutscher Flagge auf der CT-Seite von Cash. Und sie spielen den A-Spot auf Retake Sunny. Das hat man doch gehört. Was? Interessant, was da gerade passiert ist. Oscar ist abgesmoked. Sie sammeln sich am Truck. Oscar sieht erstmal gar nichts für ungefähr 30 Sekunden. Chris J steht da schon ganz gut an der Smoke, aber Flasher sieht drüber, erkennt Oscar, killt ihn. Stiko und Robs mit 18, mit 16 und 12 HP. Stiko kriegt wenigstens noch einen, aber ein 3 gegen 2 Retake mit der HP-Anzahl. Äußerst unwahrscheinlich, dass Fnatic keinen ihrer, naja, verteilt auf die drei Spieler sind es dann 52 Schüsse, wenn ich das richtig kalkuliert habe. Und ja, 52 Schüsse, und wenn sie davon nicht mal zwei treffen, dann haben sie die Runde auch nicht verdient. Oh, Flasher kassiert schon mal den ersten. Zwei Schüsse daneben. Wir zählen weiter mit. Vier Schüsse. Ja, da trifft er einen. Stiko mit dem Kill. Robs ist down. Ah, die Bombe tickt zu schnell. Das kann Stiko nie und nimmer entschärfen. Auch wenn er da Crims noch rausholt. Golden trifft ihn dann doch ein paar Mal zu oft. Fnatic mit dem 1:0. Schade für sie, dass Golden überlebt. Der hatte nämlich keine Armor. Aber egal, die Pistol Round ist im Sack. Und das ist alles, was zählt. Mousesports wird jetzt gegenkaufen. Schätze ich mal. Das ist zumindest die Standardprozedur. Es gibt auch Teams, die in der zweiten Runde gegenkaufen, um den Gegner ein bisschen zu überraschen. Da haben sie sich aber sehr lange Zeit gelassen für ihre Deagles. Na, und willkommen Bone Nana, zurück vom Essen. Ich hoffe, es hat gut geschmeckt, und ich hoffe auch, dass alle anderen ihre Freunde und Familie einladen, dieses epische Match mit mir zu schauen. Spaß beiseite. Ja. Ihr könnt gerne euren Leuten Bescheid geben. Ich denke, zu zweit im Teamspeak zu sitzen und sich über mich lustig zu machen oder über die Spieler ist immer besser als alleine. Dafür muss euer Kumpel da natürlich auch den Stream schauen. Ja? Wisst ihr? Ich setze euch unter Druck hier. Ihr müsst eure Freunde jetzt holen. Sonst ist es langweilig. Sonst seid ihr Langweiler. Nee. Aber es ist natürlich immer schöner, wenn der Stream voll ist mit Leuten. Voll bis oben hin. Und die Spieler finden das natürlich auch cool, wenn ihnen viele Leute zuschauen. Und ich denke, für Mousesports ist es, oder für die alten Maus-Spieler, ja, für Chris J besonders, ist es immer wieder ermutigend, wenn er auch von alten Fans, die von Speedy und Dennis-Zeiten herrühren, noch Support bekommt. Immerhin ist er einer derjenigen Spieler, der am längsten bei Mousesports jetzt spielt. Und er ist derjenige. Und ich finde, ihn zu supporten ist auf jeden Fall etwas, das jeder auch Ex-Mousesports-Fan tun sollte. Chris J ist einfach ein cooler Dude. Robs ist alleine am B-Spot. Auch der coole Dude kann da nicht helfen, denn er ist am A-Spot mit seinen Teammates. Also muss Robs jetzt... Ah, er findet sogar noch JW, zufälligerweise, in der Mitte. Hat ihn verwundet, aber nicht gekillt. Das reicht nur für 13 HP oder noch für 13 HP bei JW. Und der Rest der Mousesports-Spieler wird sich eingraben am A-Spot und einfach mal ein bisschen chillen. Mal über die nächste Runde reden wird zwar nicht besonders wichtig sein, was Mousesports angeht, aber wenn man sie gewinnen könnte, dann wäre das für Fnatic ein großer Rückschlag. Und mit zwei Deagles, mit zwei Armors, oder drei Deagles sogar jetzt, Christian hat ja auch eine, da besteht schon Potenzial auf Cash, eine Runde knapp zu machen. Aber dafür müsste Fnatic auch Fehler machen, und im Moment sehe ich das eher weniger. Also, ich spreche Mousesports gut und gerne drei Frags mit den Deagles zu, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Fnatic deswegen die Runde trotzdem verliert, oder dass die Runde überhaupt verloren geht für Fnatic, ist trotzdem sehr gering. Die sind gerade sowohl Teamplay-technisch als auch vom Aim so gut, dass nichts anbrennen sollte. Ja, Hako Hera, da wirst du heute eventuell enttäuscht mit der guten Partie. Zumindest Train hat jetzt nicht gerade eine knappe zweite Map
versprochen mit dem 16:1. Aber wir drücken die Daumen für Mousesports. Oder ihr drückt die Daumen für Mousesports. Ich bin natürlich wie immer neutral, ohne N. Fnatic will auf dem B-Spot zumindest mit zwei Spielern. Die Bombe aber geht auf A. Und Golden hat den ersten Kill, den zweiten auch gleich noch mit dabei. Und das reicht den Fnatic-Spielern. Die wollen es nicht übertreiben, gehen dann aus diesem Bereich wieder zurück, decken die Flanken ihrer auf A plantenden Spieler. JW ist auch da schon unterwegs. Einfach schön geaimt von ihm. Tack, tack. Und das war's. Tack heißt sogar auch noch Danke auf Schwedisch, Dänisch. Oder vielleicht auch auf Norwegisch? Nee. Auf jeden Fall Schwedisch oder Dänisch. Tak, tak. Glaube ich, danke. Ja, Sunny sagt danke für diesen Kill. Flasche hat sich da schon ein bisschen, nicht mit Ruhm bekleckert, sagen wir es so. Und das Ende des Mousepads war erreicht für Sunny. Konnte da nicht weiter kurbeln. Und das 13:0 für Fnatic. Also, die lassen nichts anbrennen. Ein paar Kills abgegeben. Das war's aber. Ach ja, ich will nur mal darstellen, was die Observer von großen Turnieren uns noch alles zeigen könnten, was sie nicht tun. Nur mal so, ich habe noch nie einen Observer das anzeigen sehen und das ist jetzt vielleicht weniger interessant, aber wenn es dann 10:3 steht, da mal ein bisschen drüber zu fahren, damit die Zuschauer einen Überblick bekommen, wie knapp die Runden waren, das ist doch schön. Uiuiui, Sunny. Der Bodycheck bringt zwar im Eishockey meistens was, aber nicht hier in CS. Wird dann überrannt von Legro. Stiko mit dem Refrag. Oscar braucht noch ein bisschen Zeit. Legro mit seinem zweiten. Und auch wenn Chris J viele Informationen gesammelt hat, der Go von Fnatic war so schnell, dass bis er zum A-Spot rotiert ist, die Runde schon vorbei ist. Robs fällt als letzter. Legro mit dem 4K im A-Spot. Unglaublich schön von ihm gespielt. Gleich den ersten gemacht und dann einfach weitergerannt in den Spot rein, die richtigen Boxen umzingelt. Und ich muss auch sagen, da war Mousebots nicht ideal gestanden, um sich zu supporten. Jeder musste da alleine sein Ding machen. Ah, Tack ist schwedisch, okay. Wenn die Hoffnung zuletzt stirbt, dann ist das gerade Chris J, der zumindest die Hoffnung auf die AWP in der nächsten Runde am Leben hält und gleichzeitig auch, dass Legro kein Ace bekommt. Das wäre natürlich schade gewesen, zumindest mental wäre das schon ein Nachteil gewesen für Maus. Okay, ist jetzt nicht die stärkste Map von Maus im Vergleich zu Fnatic, vor allem ist das noch schlechter. Aber früher war das die deutsche Map. Und ja, wir haben schon lange kein deutsches Lineup mehr bei Maus, aber mehr sage ich dazu jetzt mal nicht. Da gibt es kein Argument mehr drauf. Sinnloses Gelaber, um das Match knapper erscheinen zu lassen, als es eigentlich ist. Der Force-Buy trägt nur eine Frucht, den Kill an JW und das war's. Robs und Oscar sind mit der UMP und der Deagle bewaffnet. Könnten vielleicht nochmal einen Kill ziehen. Vor allem Flasher ist da sehr alleine. Und wenn Robs den erwischt, dann kann er die Waffe auch aufnehmen. Oscar wird jetzt erstmal verwickelt in zwei Kämpfe und da hat er keinen Bock drauf. Vor allem erwartet er einen Close. Richtiger Call von Oscar, da wegzugehen. Währenddessen arbeitet sich Flasher vor. Der sieht Robs nur durch die Wand. Hat ihn noch nicht wirklich gesehen. Und Robs bleibt natürlich am Ausgang des Vents stehen. Er ist der eine, der den B-Split oder den B-Split noch aufhalten könnte. Aber es wird super schwer und er wird dann von Crims gekillt. Flasher wäre eh für den Refrag da gewesen. Oscar muss sich mit 4 Ts messen und diesen Kampf verliert auch er. 5 zu 0 für Fnatic. Wow. 7 Kills für Golden. Also mit den Zahlen habe ich es gerade anscheinend nicht so. 1 überall, außer bei Stiko, der hat 5. Bringt Mousebots aber auch herzlich wenig. Jetzt ist die maßgebliche Runde angekommen. Chris J und Oscar an der AWP. Die CT ist nicht viel Equipment dabei.
Also lange können sie den Spot nicht halten, aber Oscar ist schon reingepusht. Oh, er wird ausgetanzt. Sunny ist da mit dem Support, aber das reicht nicht ganz. Oh, Stiko rutscht nochmal nach. Lässt oder hält sein Leben, lässt sein Teammate am Leben. Und Crochet ist weitergepusht in die Main rein. Ja, interessante und überraschende Runde von Mausboards. Es ist zwar noch nicht vorbei, aber genau das meinte ich mit dem Chaos-Faktor. Man kann einfach mal auch irgendwo hinpushen und eine Runde gewinnen auf Cash. Das geht auf Train relativ schwer. Also auf Train, wenn du irgendwo hinpusht, dann stehen meistens noch genug Spieler auf der anderen Seite der Map, dass du da nochmal wegkommst. Und dass man die Runde gewinnt. Auch wenn man gepusht wurde. Und Oscar macht den Sack zu. Die erste Runde für Mausboards. Diesmal ein bisschen früher als auf Train. Und das lässt doch ein bisschen hoffen. Aber ihr merkt schon, die Schlüsselwörter sind bisschen und bisschen. Ein bisschen früher und ein bisschen Hoffnung. Mal sehen, ob sie es aufrechterhalten können. Und die zweite, sie müssen noch eine Runde danach gewinnen. Nach dieser Runde kann Fnatic auf jeden Fall Forcebuyen. Und dann wäre das T-Money endlich gebrochen. Also mal sehen, ob Mausboards das erreicht, das Ziel, die Finanzen von Fnatic zu zerstören. Sunny ist da aggressiv an der A-Main dran und sehr viel Information dank Robs. Daraufhin wird auch schon verschoben. Stiko steht am Truck, es wird definitiv ein A-Go. Sunny wird ein Schlüsselspieler sein. Genauso wie Oscar mit der AWP. Der steht, oh, der steht am Quad, aber wird super geflasht. Stiko fällt. Was macht Sunny? Der wartet und wartet. JW mit dem Double Kill. Jetzt wird er überrascht von Sunny, aber Flasher war deswegen noch gegen Oscar aktiv. Und dann wird Robs von hinten gekillt oder von der Seite von Crims. Also das war einfach eine unglückliche Positionswahl von allen Spielern bei Mausboards. Oder fast allen. Das... Genau in diesem Moment, Sunny steht hier, JW steht da, macht zwei Kills in den Spot rein und Sunny kann ja nichts dagegen tun. Soll Sunny jetzt JW da vorne reinrennen und sagen, hey, kill mich auch noch. Der muss warten, bis JW seinen Move macht. Aber wenn Sunny hier steht, warum stehen die anderen CTs dann so, dass sie da gekillt werden können von der Main? Oscar natürlich am Quad mit der AWP komplett geflasht worden, das ist auch nicht gerade prickelnd für Mausboards gewesen. Und das sind keine Schuldzuweisungen, sondern einfach nur Faktoren, die für Mausboards dazu geführt haben, dass sie die Runde verloren haben. Wenn Oscar nicht geflasht wird, dann macht er da einen Kill auf Highway, dreht sich zur A-Main, killt da JW und die Runde ist gesaved. Aber so war das eben nicht möglich. Gibt einen kleinen Stack auf dem Mausboard von Maus. Er scheint ein bisschen erfolgreicher zu sein als die Runden davor. Lecro an der AWP, nachdem JW gekillt wurde. Und er will nicht, dass die CTs die in die Hände bekommen. Er weiß genau, wie schwierig es sein kann, Oscar noch zu bändigen, wenn er eine AWP in die Hände bekommt. Und sie ziehen ihre Mannen nochmal zusammen. Jetzt geht's gleich in die Mitte rein. Stiko steht noch an der White Box, ist aber grundsätzlich alleine. Er hatte dann Support vom Spot aus, in Form von Sunny vor allem mit der Deagle. Necro und Crims bereiten jetzt die Mitte vor, es wird der A-Split und das ist doch gut für Mausboards. Sie könnten hier wirklich ein paar Kills machen. Stiko steht noch im Smoke, Oscar kann nichts machen, aber Sunny mit dem Frag, Stiko auch noch einen hinterhergesetzt. Da ist die AK, schön gemacht von Stiko, da kann er vielleicht noch einen machen, nee, aber es reicht trotzdem für Maus, denn es ist Robs, der den Refrag macht. Perfekt, diesmal standen sie goldrichtig. Es war natürlich auch eine Eco-Runde. Das gibt ihnen nochmal zusätzlich Aufwind und Fnatic muss nochmal nachkaufen. Damit auch ihre Finanzen ein kleines bisschen geschwächt oder ein kleines bisschen mehr geschwächt als davor. Das würde für eine Buy-Round noch reichen in der nächsten Runde, aber da wird es schon hakelig bei Golden und vor allem auch bei Flasher. Das ist genau nicht der Start, den Mausboard sich erhofft hat. Chris J schon sehr low. Robs hat versucht, ihn zu retten. Aber das ging nicht. Er wurde von drei Leuten niedergesprayt. Ein ganz simpler B-Go. Sunny macht nochmal einen Kill. Der könnte die Runde aufgemacht haben. Da kommt die Nade auf Crims Kopf. Ja, macht wenigstens ein kleines bisschen Schaden. Molotov kommt hinterher. Eine gute Vorbereitung für den Retake.
Aber schaut euch JW an. Der schleicht sich von hinten ran. Lecro kriegt gleich noch am Vent Besuch. Dann ist er auch gut vorbereitet. Aber Stiko strafed um ihn herum. Will nochmal einen nachsetzen. Crims bleibt aber im Leben. Jetzt Stiko in der Bredouille. Oscar kann ihm nicht helfen. Wird geteamflasht von Stiko. Also auch die Kommunikation nicht perfekt gewesen zwischen den beiden. Oscar muss natürlich saven. Er weiß, dass er vom Vent aus keine Gefahr zu erwarten hat, da sie sich boosten müssten. Und das macht man nur relativ selten, wenn es um Exit-Frags geht. Er bleibt wenigstens noch am Leben, also eine AWP gibt's, aber sonst nichts für Mouseboards. Stiko ja einer der Protégés von Guardian. Beide Slowaken und Guardian spricht in sehr hohen Tönen von Stiko. Der bei Hellraisers auch halbwegs erfolgreich war. Nur der Durchbruch so als individuell anerkannter Spieler fehlt ihm noch. In diesem Lineup wird das wohl auch nicht passieren, denn mit Sunny und Oscar und Robs hat er regelrechte Killing Machines neben sich. Und da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr gering, dass er überhaupt sich durchsetzt als Entry-Fragger oder sonst weniger Entry-Fragger, sondern eher als diese Positionen, die oft angegriffen werden. Die Leute, die Initiative übernehmen. Robs und Stiko sind am A-Spot. Und ich meine, er macht gerade ein ganz gutes Spiel. Er hat vorhin die Runde gewonnen für Mouseboards mit dieser Arcadia aufgenommen hat. Aber das reicht noch nicht für die Mäuse. Sunny hat Golden eigentlich gesehen, ja. Er hat es auch auf jeden Fall gehört. Setzt sich da um. Ah, verpasst die Chance. Jetzt wird er auch angesprayt. Rob zieht sich auch nochmal weg von dieser Position. Und Oscar wird überrannt. Also keine Chance für Mouseboards. Sunny an der Diegel. Vielleicht noch die letzte Hoffnung. Ne. Ja, Flasher killt er. Aber die Bombe ist durch. Und jetzt kommt der Push in den CT-Spawn von Golden und Lecro. Der lässt da niemanden entkommen. 8-2 für Fnatic. Straightforward Runde. Im Endeffekt haben sie gegen diese Anti-Eco oder gegen diese Eco nichts wirklich anbrennen lassen. Gut, als Team auch zuerst den A-Spot ein bisschen unter Druck gesetzt, dann rumgegangen über die Mitte, auf den B-Spot gekommen. Keine Chance für Maus. Jetzt gibt es den Force Buy mit zwei MP9s. Robs ist schon down. Mal sehen, ob Christy das halten kann. Mit der SMG wird das extrem schwer. Lecro pre-fired schon wie ein junger Gott. Gut gemacht von ihm. Stiko hat zwar in der Zwischenzeit einen Kill gegen Crims gemacht, aber ob das reicht, ist die Frage. Die Ts sind immer noch sehr verteilt auf der Map, obwohl sie die Bombe schon gelegt haben. Da ist vielleicht eine kleine Öffnung für Mouseboards. Aber die Smoke lässt Sunny nicht reinpushen. Und grundprinzipiell schaut es eher nach einem Safe aus von Maus. Ja. Unglückliche. Uiuiui. Unglückliche Konstellation gerade für Maus. Immer wieder eine Runde zu gewinnen, dann eine zu verlieren, das ist einfach ätzend. Auf der T-Seite von Train zum Beispiel ist das genauso ätzend, aber früher oder später hast du dann eben 4, 5 Runden auf dem Konto und das reicht dann schon. Also Train ist zwar definitiv... Oh, Stiko muss nochmal aufpassen. Er kommt sogar weg. Train ist zwar jetzt nicht mehr diese eindeutig CT-lastige Map, aber sie gehört noch dazu, zu diesem Pool. Und Oscar Rage quittet. Muss Mouseboards jetzt wechseln. Legendärer Forenbeitrag in unserem Forum bei 99 Damage. Könnt ihr ja mal suchen. Ist auf jeden Fall in die Geschichtsbücher eingegangen. Oscar wird höchstwahrscheinlich gleich wieder zurückkommen. Währenddessen können wir einen längeren Blick aufs Scoreboard werfen. Da sehen wir, dass Flasher an seine Trainleistung gerade nicht anknüpfen kann. Aber dafür hat Lecro übernommen und auch Golden ist mit dabei. Also die machen einen sehr guten Job. Bei Maus fehlt mir eben immer noch so
diese eine individuelle Performance, die ihn mal eine Runde gibt, nochmal, so wie bei Stiko in dieser Eco, aber dass dann der Rest eben aufgrund dessen auch aufwacht und realisiert, Leute, wir spielen gerade gegen den Abstieg. Stellt euch mal vor, Mausbots würde aus der Pro League ausscheiden. Es wäre fast so schlimm wie Virtus Pro. Oder Navi. Die sind sogar Letzter. Was ist da los? Die Szene würfelt sich eh nochmal komplett durcheinander gerade, was die Positionsverteilungen und die Favoritenrollen angeht. Mal kicken, was da so abgeht und ob da Mausbots nochmal zurückkommt. Oscar steht am B-Spot, er hat Support durch Chris J. Aber Highway ist schon gefallen und Fnatic wird das auch gleich abusen. Wir werden das gleich benutzen, um den A-Spot weiter unter Druck zu setzen. Sunny mit der Granate durch die Gap, ich kill dich gleich selber. Tut mir leid, aber da mit der Nade vorbeizugehen, wenn du keine Kontrolle über Mitte hast, ist risikobehaftet. Sagen wir es mal so. Chris J. ist im Sonnenraum, hat eine interessante Pose, weil gleichzeitig auch JW schon Richtung Spot unterwegs ist. Oh, die Waffe hat ihn, hat ihn erst noch kurz verdeckt. Da wird er ganz genau angeschaut von Oscar. Der hat aber keine Ahnung, dass Lecro auch schon auf der linken Seite ist. Der versucht, den Shot rauszubaiten. Oscar ist aber da. Da ist der Triple Kill für ihn. Crims ist alleine. Der hat die Bombe auf dem Rücken und er wird jetzt gleich durch den Bombplant entzücken. Oder auch nicht. Er lässt sich erstaunlich viel Zeit. Das erlaubt Maus natürlich nochmal zu rotieren. Vielleicht hat er jetzt seine Chance verspielt. Ja, ein bisschen cocky von ihm, auf den Roundwind zu gehen und nicht so sehr auf den Plan. Hat zumindest Christian noch auf dem Radar und dann kommt Stiko nochmal von der Seite. Prinzipiell keine schlechte Idee von Crims gewesen, da nochmal zu verzögern. Aber er war dann schon eingekastet. Also legt er schnell die Bombe hier. Sind die CTs auch hier und dann ist Chris J auch hier. Also hat er genau die gleiche Ausgangslage, außer dass er im Spot gefangen ist. So war er am Gelben. Die CTs waren hier, einer war hier, ist genauso gefangen und kann nicht mal belegen. Also, ja. Aber wer bin ich, dass ich Crims da Vorwürfe mache? In 2 gegen 3, im 1 gegen 3 ist ja fast schon wurscht, was man macht. Eigentlich ist die Runde eh schon verloren. Und gleichzeitig ist es von unserer Perspektive aus immer leichter zu sagen, was besser gewesen wäre. Erstens rede ich ja im Rückblick. Und zweitens sehe ich alles. Maus wieder überlaufen an allen Posis, die es so gibt. Da, unglaublich. Ja, die Anzahl der Spiele spielt natürlich auch eine Rolle, Sandwich Maker, da hast du vollkommen recht. Maus hat zum Beispiel ein Spiel weniger, obwohl sie, also sie haben 7 Spiele gerade, was eigentlich unmöglich ist, weil du immer eine gerade Anzahl an Spielen hast. Das werden sie noch nachholen, beim Spielstand von 6 zu 13 oder so geht es da weiter in diesem Spiel, da waren irgendwelche technischen Probleme. Ich selber habe es nicht gecastet, ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub, nach 3 Jahren mal wieder. Also war höchste Zeit für mich. Und wir schauen uns die Tabelle nachher eh nochmal an, nach dem Spiel werde ich da auch nochmal genauer drauf eingehen. Jetzt geht es erstmal um diese Runde für Mausbots. Wieder ist der B-Spot unter Feuer. Chris J. muss sich zurückziehen, Robs ist schon down. Fnatic sofort hier zusammengesammelt. Schaut euch das an. 3 Spieler sofort zum Vent rotiert. Chris J. steht zwar da schon, aber der hat nur 20 Schuss und wird komplett geflasht. Hat keine Chance. Stiko ist noch nicht direkt am Spot. Kommt auch nicht mehr drauf. Dann fällt Oscar noch oben drauf und es ist Sunny alleine gegen 4. Das war's. Zwar ziemlich low. 9 und 12 AP von Crims und JW, aber die Runde trotzdem gewonnen von Fnatic. 11 zu 3. Krass, wie dominant Fnatic gerade wieder spielt.
Ich will auf jeden Fall Fnatic gegen FaZe demnächst sehen. Da wird Fnatic höchstwahrscheinlich keine Chance haben, aber gespannt bin ich trotzdem. Darf man ja mal sein. Der Force war in der letzten Runde der ersten Halbzeit der zweiten Map. Und natürlich kommt zum Pech auch noch Unglück dazu. Oscar kriegt in den Kopf geschossen, als er hochspringt auf die Box. Pre-Fire ist also mehr als erfolgreich für Lecro. Sunny steht an der Tür und versucht das zu decken. Aber auch er wird durch die Wand rausgenommen. Vorhin durch die Smoke, dann durch die Wand. Also die ersten beiden Kills, ohne dass Fnatic irgendwen gesehen hat. JW drückt da auch ab durch die Smoke gegen Robs. Christian noch mit einem Kill, aber der wird getradet von Lecro, also im 4 gegen 1. Es wäre mal wieder Zeit, das Knife rauszuholen. Aber Stiko hat die 5-7, Double Kill schon. Da kommt der dritte, er kann es gewinnen. Lecro steppt rein vom Highway und nichtet die Träume von Stiko, der wirklich eigentlich der Einzige ist, der gerade was entgegensetzt bei Mouseboards. 12:3 für Fnatic, der Score spricht Bände. Ja, bei der ESL ist das ja mittlerweile so, nachdem sie sich mit der ESEA verheiratet haben, gibt es in der Halbzeit keine Scores mehr. Frag mich nicht, was da der Hintergrund da ist, aber es ist auf jeden Fall von dem ESEA-Tool hervorgerufen. Den sehen wir dann erst wieder, wenn es weitergeht. Was könnte Mouseboards jetzt retten? Pistol Round, so oder so, müssen sie gewinnen. Es gibt keine Möglichkeit, ohne die Pistol dieses Match noch rumzureißen. Wäre einfach, also es wäre theoretisch zwar möglich, aber es wäre unglaublich schwer. Best Case, Pistol und erste Waffenrunde, dann steht es 12:8. Und idealerweise noch sehr eindeutige Runden. Aber wer soll das bewerkstelligen? Oscar ist gerade zwar okay, aber nicht herausragend. Sunny genau das gleiche, bei Robs auch. Stiko ragt heraus, aber immer nur in ganz wenigen Situationen. Also er ist jetzt nicht jemand, der über mehrere Runden hinweg immer wieder Double oder Triple Kills gemacht hat, sondern erstmal hier ist er dann mal gut. Dann verschießt er wieder, dann ist er wieder gut mit dem Triple Kill oder so. Also da fehlt wirklich die Einheit an sich von Maus, dass sie als Team ein Level besser spielen. Die rufen auch nicht das ab, was sie eigentlich können gerade. Ich bin mehr als gespannt, ob sie es nochmal rumreißen können. Bei 12:3 will ich ihnen auch keinen Vorwurf machen, wenn sie jetzt, wenn der Akku einfach leer ist und sie nicht so ganz hinterherkommen. Weil Fnatic ist ja nicht umsonst Tabellenerster. Apropos Tabelle, jetzt haben wir kurz Zeit. Fnatic hat 11 Matches gewonnen. Übrigens. 9 Matches gewonnen, 11 gespielt. Mouseboards hat 8 gespielt und 1 gewonnen. Und 1 in der Overtime. Ne, sie haben 2 gewonnen. Fnatic hat 10 von 11 gewonnen und Mouseboards 2 von 8. Envy ist noch schlechter bedient mit 13 Spielen und nur 3 Siegen. Die Quote also niedriger als bei Mouseboards. Godsend ist ähnlich madig mit 11 Spielen und 4 Siegen nur. Da ist schon noch Möglichkeit da für Maus rauszukommen aus diesem Loch. Navi und Nip übrigens auch nur 3 Siege jeweils. Es geht schnell auf den B-Spot in der zweiten Pistol Round. Chris J hoppt einfach nur, um abzulenken. Coole Idee von ihm. Erlaubt seinen Teammates seinen Kill zu machen. Flasher ist schon bereit für den Retake. Auch JW kommt von hinten und die überraschen 2 Stück. JW mit 2 Kills. Bombe ist gelegt. Die T's aber gefangen im Spot. Und da kommt jetzt ein Molly rein. 2-2. Checkers und B-Main. Und da ein schöner Shot von Sunny. Und wenn er gekillt wird von JW, Flasher und JW sind super low. Jetzt gegen 2. Chris J ist da mit dem 4. Kill der Runde. Obwohl er derjenige war, der als erstes hätte sterben sollen, als er hier rein ist und dann in die Ecke gehoppt ist, nur um abzulenken. Seine Teammates natürlich währenddessen unterwegs auf den Spot und Chris J überlebt es ironischerweise und macht 4 Kills. So lohnenswert kann es sein, wenn man für seine Teammates ablenkt. Mmh.
Oscar mit dem Headshot gegen Lecro, der war schön. Und damit der B-Spot angreifbar. Sie überhasten es nicht. Das finde ich sehr schön, dass sie den CT-Spawn nochmal absmoken. Jetzt muss man wirklich sich auf die Basics auch nochmal besinnen. Alle Ecken zu checken, Smokes zu benutzen, auch wenn es in dem Fall zwei Stück waren. Vielleicht ein bisschen Overkill, aber juckt im Endeffekt niemanden mehr. Jetzt wurde auch nochmal nachgesmoked, also da ist alles safe. Wenn du gegen so eine Eco die Smoke eben weglässt, dann steht womöglich noch einer hier und dann bist du ganz schnell wieder derjenige, der alt ausschaut. Oh, Stiko schaut eventuell auch gleich alt aus oder tot. Jetzt hittet ihn sein eigener Molly. Ah, und sie kommen dazu. Sie wollen die Kills. Ja. Was? Ach, Oscar hat die 9, nicht die 0. Schöne Shots von ihm. Oh, und dann stehen sie so richtig... richtig ätzend. Beide auf der Box drauf. Überleben es dadurch auch. Und kriegen jeweils noch einen Kill. Ein bisschen nach hinten losgegangen von Mouseballs. Aber wenigstens haben die CTs keine Waffe bekommen. Schön, wie viele Guardian-Fans es auch hier gibt. Bin ich auf eurer Seite. Hat aber gerade eine schwere Zeit, muss ich schon auch zugeben. Puh. Da kommt man sehr schwer nur drauf. Mouseboards mit dem 5 gegen 3. Aber schaut euch an, wie viel Schaden Fnatic verteilt hat. Die haben noch zwei Digis und beide von den Spielern haben Armor. Ah, ja. Der W leider down. Hätte mir da schon noch einen Headshot erwünscht von ihm. Wäre einfach nice gewesen. Und Flasher streckt sich. Er erreicht die Diege. Jetzt will er Oscar killen. Das ist aber schwerer als gedacht. Hallo, da hinten. Frims weiß natürlich, dass da noch einer steht. Easy. Zwei Kills für ihn. Und das so. Jetzt legen sie sich da nochmal mit Flaschern an, aber kommen weg. Also gut. Zwei Kills. Mai. Läuft. Passiert halt mal. Muss jetzt für Mouseboards auch nicht unbedingt flawless sein. Solange sie die Runden gewinnen, reicht das erstmal. Jetzt einfach nur die Runden holen. Völlig egal, wie viele man gegen Exits abgibt oder nicht. Und Fnatic trifft eine für meine Verhältnisse gute Entscheidung, die Farmers mitzunehmen, auch wenn man keine AWP hat. Also vielleicht wäre ich da doch lieber noch auf die Glass Cannon gegangen, um Oscar zu countern. Nicht, dass der jetzt ins Spiel kommt. Wäre super GAU. Für Fnatic natürlich. Flasher hält die Mitte noch sehr tapfer. Ganz alleine gewesen. Er wusste, dass Lecro gleich da ist, um ihn zu traden. Und deswegen war das alles nicht so schlimm. Lecro wird jetzt komplett geflasht. Golden hat von hinten auch Besuch bekommen. Oh, und da reagiert er viel zu langsam. Crimson 1 gegen 2. Die Clashes beherrscht Crimson auf jeden Fall im Schlaf. Jetzt noch Molly aufgenommen. Bombe ist gelegt von Maus. Wo kommt Crims her, ist für sie die Frage. Nachdem der Schwede jetzt schon sehr viel Zeit verbraucht hat, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch hinten auf dem Radar haben. Und sie machen es im Crossfire. Wenn Crims vom CT-Spawn kommen würde, hätte ihn Chris J und Stiko deckt vorne ab. Boah, schön gemacht von Stiko. Sieht ihn ganz kurz, drückt sofort ab, ist schon wieder hinter der Box, als er den Kill bekommt. Also 12 zu 7. Erste Waffenrunde, nicht besonders beeindruckend, aber ich habe es vorhin gesagt, es ist vollkommen egal, wie viele Leute am Leben bleiben bei Mouseboards. Hauptsache, man gewinnt die Runde. Jetzt auch ein bisschen Geld angespart. Und die CTs müssen jetzt eh noch saven. Schlecht wäre es jetzt natürlich, die Eco-Runde zu verlieren. Und es fängt nicht gut an. Zwei Hits schon. Sunny ist down jetzt. Dank Crims. Oh, schaut euch das an. Sie rennen trotzdem rein. Sie rennen trotzdem rein. Ah. Oscar.
Unser Held und Erlöser. 2 gegen 3 jetzt. 25 HP bei Oscar. Also auch er hätte gegen die Pistols große Probleme. Kommt da der Molly hinten rein. Crims kann dem easy ausweichen. Und JW kommt von hinten. Robs im 1 gegen 3. Wer hat's gesagt? Der Bü natürlich. Uiuiui. Robs. Jetzt hat. FPL-Moment. Da hinten sitzt noch einer. Den kriegt er auf. Superschön von Robs. JW von hinten. Das weiß Robs auch. Oh, er wird gesehen. Ah, jetzt Zeit für Robs, sich zu sputen. Oh, sie wissen beide, wo sie potenziell sein könnten gleich. Erkläre ich nochmal, was ich da gerade gesagt habe. Es klang vielleicht spanischer, als es war. JW hat die Vents auch gehört. Weiß definitiv, dass Robs auf dem Spot ist. Ja. JW kommt von Checkers. Spekuliert auf Headshot-Schräge, da ist keiner. Robs. Bewegung steigt natürlich auch bei den Spielern. JW positioniert sich neu, aber Robs reagiert wie eine Katze. Triple Kill für ihn im 1 gegen 3. Rettet die Anti-Eco für Mausbots. Und reißt es nochmal rum. Das wäre doch, das wäre der Genickbruch gewesen. Ich sag's euch, wenn Maus diese Eco verloren hätte, Mann, Mann, Mann. Und ich muss echt sagen, nachdem sie da die zwei Schellen gegen Sunny und Oscar kassiert haben, da trotzdem auf den Spot drauf zu rennen, das war ein bisschen suizidial. Ich weiß nicht, wer den Caller gemacht hat, aber irgendjemand hat gesagt, Leute, Rush A, don't stop! Jetzt wird nochmal gerusht von Robs. JW war währenddessen gegen Sunny erfolgreich, aber Robs in der guten Posi. Um zu sterben anscheinend. Eigentlich wollte ich sagen, den B-Spot aufzumachen. Oh, Oscar, derjenige mit dem ersten Kill bei Maus. 3 gegen 4. Es geht schon wieder stark bergauf, aber im Sinne eines Uphill-Struggles. Sie müssen sich den Berg nämlich erst hochkämpfen. Oscar flasht in die Checkers rein und in der Mitte lauert Flasher auf sein Timing. Das hat zunächst Oscar gegen Golden. Und Maus macht es relativ schwer für Fnatic zu sagen, wo es im Endeffekt lang gehen sollte. Chris hatte in der Mitte Flasher nochmal gesehen. Jetzt ist Lecro alleine am Spot. Mal sehen, wie er das klärt. Wurde schon gehittet und dann kommt die Nate von der Seite. Sehr schön gemacht, aber Chris J verliert das Duell gegen Flasher. Damit die Aufgabe von Oscar, diesen Menschen erstmal zu killen. Und Deko muss noch planten. 36 Sekunden auf der Uhr im 1 gegen 1 gegen Crims. Stiko muss einfach nur die Beine stillhalten. Smoke nochmal ab. Crims setzt einen Schuss ab. M4 sofort aufgenommen. Danach nochmal Spray durch die Smoke. Stiko geht raus und der... Wow! Der ist ja rausgekrochen aus dem Smoke und Crims hat ihn nicht gesehen. Nochmal so ein Klatsch von Maus. Wie lange können sie das noch aufrechterhalten? Wie viele One-on-Ones muss Mausbots noch gewinnen, um diese Map zu gewinnen? Ich sage 7. Und dann hätten wir ein richtig geiles Spiel. Jetzt geht's erstmal langsam weiter. Die nötige Abwechslung auch. Nicht nur für uns, um mal wieder Luft zu holen, um einen Schluck zu trinken, so wie ich gerade. Aber auch für Mausbots, damit Fnatic sich nicht zu sehr an etwas gewöhnt, es nicht zu leicht vorherzusehen ist, was gleich gespielt wird. Und ich finde das ganz gut, auch gegen die Eco sich jetzt Zeit zu lassen. Sie haben ja vorhin gezeigt, wie schief das gehen kann, wenn man gegen eine Eco zu schnell unterwegs ist. Chaotische Situationen sind immer besser für das Team, das in der schlechteren Ausgangslage ist. Das sollte niemandem mehr Geheimnis sein. Und wir sehen schon, dass Mausbots gleich einen komplett freien B-Spot angreifen wird. Das ist die richtige Entscheidung, die beste, die es im Moment gibt. JW kommt zwar verhältnismäßig schnell von hinten, aber mehr als einen Kill gebe ich ihm nicht. Und dass die Bombe nicht gleich in den CT-Spawn gefallen ist, wundert mich echt. Dass Valve hier noch an den Pistols rumpimmelt, ey. Unglaublich, die Bombe sollte endlich mal gefixt werden. Einfach da, wo sie gekillt wird, runterfallen und dann bleiben, bitte.
Jetzt wird sie gelegt von Maus, aber natürlich ist durch diese Verzögerung jeder der CTs schon da. Geht schnell durch den Vent. Boah, Crim schießt einfach im Kreis. Ist plötzlich alleine, kriegt fast nochmal einen zweiten Kill. Aber Mausbot schließt auf, 12 zu 10. Zwei Runden Abstand, eine flawless T-Seite auf der deutschen Map. Cash, ja, ich weiß, sie spielt in Russland, aber die deutsche Szene ist doch weithin bekannt dafür, dass sie auf Cash geboren ist. Und oftmals auch beerdigt wird, wenn sie dann gegen internationales Team spielen und immer noch denken, dass sie die Cash-Meister wären. Attex hat es auch im internationalen Vergleich immer wieder gut über die Runden gebracht, auch auf Cash. Aber die Zeiten von Attex sind da leider ein weniger geworden, sagen wir es. Nicht vorbei, aber international hat man sie schon länger nicht mehr wirklich gesehen. Und die ersten beiden Kills für Fnatic, einer auf A, einer auf B. Worst-Case-Szenario für Mausbot. Sunny rennt auch noch in Lecro rein. Es ist ein 2-on-5. Schaut so aus, als wäre endlich der Stopp zu dieser Mausbots-Comeback-Reihe erreicht worden. 7 Runden in Folge. Jetzt Fnatic die erste geholt. Und Mausbots muss fast schon saven. Also, saven werden sie nicht. Aber investieren sie alles? Ja, sie investieren alles. Chris J und Sunny werden nicht den besten Buy haben. Chris mit der CZ, aber die hat er auch, wie auf Twitter zu lesen war, adaptiert als eine vollwertige Waffe für ihn. Und Oscar auch mit einer vollwertigen Waffe, der AWP, ausgestattet und auch schon den ersten Kill gezogen in der Mitte. Ich wollte jetzt eigentlich mal zeigen, wie Chris J mit der CZ umgeht. Also er spielt sie dann dementsprechend oder ihre Fähigkeiten und Eigenschaften entsprechend close und dann kann er eben mal passiv einen Part der Map abdecken. Das ist ja kein Verlust für die Ts. Die 4 anderen Spieler können immer noch ihr Zeug durchführen. Und wie ihr sehen könnt, es wird ein A-Execute sein gegen Flasher und Crims, die sich dann höchstwahrscheinlich schnell wieder zurückziehen müssen. Oder eben richtig heftig traden müssen. Gutes Timing von Flasher. Mit dem Molly zerstört erstmal Mausbots Pläne. Die haben indirekt jetzt schon angekündigt, dass es der A-Spot wird. Auch wenn Fnatic nicht rotieren will, das ist noch die Frage. Warum bleibt Fnatic immer noch stehen? Lecro verstehe ich. Golden lässt sich doch sehr viel Zeit. Da ist Christian mit der CZ gegen Flasher. Wird dann geflasht von Crims. Schöner Kill von ihm. Und der Support ist nicht so gut, wie er Fnatic oder wie er für Fnatic hätte sein müssen, um das 5 gegen 4 drehen zu können. Golden war ein bisschen zu spät, hat zwar noch getradet, aber es war nicht genug, um sein Teammate am Leben zu halten. Und ein 2 gegen 3 Retake wird schon schwer, auch wenn Robs es möglich macht. Nimmt den Kampf an gegen Golden, vollkommen sinnlos eigentlich. Da ist Lecro schon drin im Spot, da steht Close, Stiko steht da auf der anderen Seite des Spots. Und Chris J ist down. Die Bombe wird undefused, die Bombe wird durchdefused, die Bombe wird durchdefused. Fnatic gewinnt die Runde. Was für ein kleiner Sack der Lecro. Der hat Eier mit dabei in seinem Sack, die sind aus Stahl. Mann, 22 Kills für ihn, 21 für Crims und Lecro mit dem Ninja. Ja, warum muss Robstar kämpfen am Goldenen? Könnte auch stehen bleiben da. Dann kam die Nade rein und dann springt er auf den Game und dann wird er eben gekillt. Dass er da überhaupt den Kampf angenommen hat, fragwürdig für mich. Hätte er vielleicht nicht nochmal gemacht. Oder würde er normalerweise nicht nochmal machen. So, da ist jetzt eine riesen Lücke in der Smoke. Also easy kill für Golden. Oscar wenigstens noch mit dem 4 gegen 4 Kill. Wie reagiert Fnatic da jetzt drauf? Golden steht immer noch am B-Spot. Die waren echt langsam mit der Rotation. Das ist verboten, dass sie die Runde noch gewinnen, ey. Die Runde davor. Crims noch mit dem Kill. Und Flasher rotiert immer noch wie wild durch die Map. Sunny auf der Suche nach einer Öffnung. Die würde er jetzt nicht bekommen, aber Stiko hat zumindest einen schon am Truck gesichtet. Sunny müsste sich jetzt eigentlich entscheiden, gehe ich durch die Mitte durch und lurke auf Full Force und Full Retard oder gehe ich lieber an den Truck und versuche da dann einen Refrag zu ziehen oder den ersten Kill überhaupt zu machen.
um den Spot anzugreifen. Und dummerweise kommen Flasher und Crims genau jetzt in die Mitte, wo Stiko die Bombe dadurch trägt. Schöner Trade von Flasher, aber noch schöner eigentlich, dass Stiko überhaupt einen Kill gemacht hat. Wenn du von zwei Rifles gepusht wirst, mit der Deal. Und Sunny schlängelt sich durch. Interessante Positionswahl von Flasher, der da mit dem B-Spot abschneiden konnte. Und Legro hatte A auf dem Radar. 15 zu 10. Jetzt hat Fnatic 5 Map und Matchpoints, da es ja nur ein Best of One ist. Ich glaube nicht, dass sie 5 am Stück vergeben werden. Uff, da kassiert JW schon. Aber nur 17 HP. Sunny hat definitiv mehr kassiert. Wieder schlechter Start für Mousebot. So, Golden setzt nochmal was nach gegen Robs. Kriegt er den Luck-Headshot durch die Smoke und setzt auch den auf 11 HP. Also Robs und Sunny sind mehr oder weniger schon mal raus. AK wird weitergegeben an Chris J. Robs übernimmt die Bombe dafür. Golden immer noch defensiv in den Checkers. Solange der erste Vent nicht auf ist und solange JW da nicht irgendwie weggesmoked oder geflasht wird, dann droht ihm auch keine Gefahr von links und JW eliminiert irgendeine mögliche Gefahr gegen Oscar. Stiko hat den Frag wenigstens noch beantworten können, also bleibt alles beim 4 gegen 4. Aber wie gesagt, das HP ist wirklich nicht überzeugend. Oh, Golden kassiert schon ins Gesicht, wirft den Molly dahinter, wird gepusht. Chris J gegen Legro erfolgreich, 3 gegen 3. Golden setzt nochmal nach, Double Kill für ihn. 1 gegen 2, 1 gegen 3 zuerst, aber Chris J lebt noch, jetzt nicht mehr. Flasher macht es voll, 16 zu 10 für Fnatic. Eine schöne mittlere Phase des Matches, aber es hat leider nicht gereicht für Mousebots. Am Ende war Fnatic durch die Bank überzeugend. Auf der ersten Map war es hauptsächlich Flasher, auf der zweiten waren es Legro und Crims und viele.